du meine Güte. Wo sich damals der König getroffen hat, ja, er hat da seine Liebeleien getrieben. Dann halt noch der Schatz von dem Piraten, der hier liegen soll. So Leute, ich habe hier einen 11er Leitwert. Oh, was habe ich denn hier? Da, ne, Münze. Oh. Zwar kostet er 2000 Euro. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen heute hier zu diesem Video. Ja, wir befinden uns heute, wie gerade eben schon im Intro angekündigt, in dem sogenannten Schatzwald. Wir sind hier direkt in der Nähe eines alten Schlosses und hier soll in diesem Wald ein Schatz vergraben worden sein. Ich bin heute mit dem teuersten Metalldetektor unterwegs von Minelab. Zwar kostet er 2000 Euro, also ein Metalldetektor mit extremer Leistung. Ich laufe heute das allererste Mal sehr intensiv mit ihm, teste ihn mit euch gemeinsam aus. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe den Wald schon einmal angetestet vor ein paar Monaten. Hab dann feststellen müssen, hier liegen auf jeden Fall ein paar Sachen, die interessant sein könnten. Somit eine gute Variante, um das hier auszuprobieren. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe die neueste Spule hier drauf, und zwar die M9 für den Manticore. Dadurch hast du das geringste Gewicht für den Manticore, 1,1 Kilo. Das ist für mich schon mal sehr, sehr gut. Ich bin ansonsten die letzten acht Jahre mit dem XP gelaufen. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal umgewöhnen an die Töne und so weiter. Also es bedarf jetzt auch erstmal für mich so eine kleine Kennenlernphase im Detail. Deshalb, wir gucken gemeinsam. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mal schauen, was für Schätze wir heute finden. Ich bin sehr gespannt. Bis zu den ersten Funden. Ich bin sehr gespannt. So, wir starten gemeinsam den Detektor heute hier, den Minelab Manticore mit einem richtig schönen Farbdisplay. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu manch anderen Geräten, die wir hier haben. Alles weitere, wie ich das einstelle, das seht ihr beim detektoren-shop.de YouTube-Kanal. Und dann legen wir es einfach mal direkt los. Wir sehen uns, aber das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Und die Spule kennt ihr ja auch von mir. Das ist ja wie beim Xpedios 2, die 22er für Wald perfekt. Ihr seht ja, grün. Das geht nicht anders, so muss das sein. Und ich habe aber noch als Backup noch die große dabei, wenn ich ein bisschen mehr Fläche brauche, und zwar die M15. Da siehst du natürlich den Unterschied, ne? Das wird geil. Los geht's. So, wir starten einfach mal mit einem Signal. Nicht so tief, 24, 25. Es wird ein Punkt angezeigt im Display. Wir müssen es erstmal, ja, dann Erfahrungswerte sammeln, natürlich. Das ist ja klar. Deswegen mache ich das ja jetzt auch. Na, da ist es. Na. Okay. Erste Alufolie. Weiter geht's. Ja, was mir sofort auffällt, ist mit dieser M9-Spule, das Gewicht ist ähnlich wie XP-Detektor. Supergeil. Du bekommst aber ein paar mehr Informationen, wie ich das Gefühl habe. Ich mache mal ein bisschen lauter vom Ton. Ich hatte Angst, dass ich mit den Tönen vielleicht nicht zurechtkomme. Ist aber gar nicht so. Und man kann hier wirklich schöne Sachen nochmal mit einstellen. Ja, bringt echt Spaß. Ich würde auf jeden Fall auf laute, komplett laut gehen und dann schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Macht sehr viel Spaß schon. Erste Handling ist wirklich sehr gut. Der zeigt dir auch schnell an, wie tief, recht einfach und ob Eisen oder nicht. Ja, man sieht ja hier, es ist sehr sinnvoll, mit einer 22er Spule erstmal zu gehen. Die große habe ich dabei im Rucksack, aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen gucken. Wir sehen uns bei den nächsten Signalen und ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid beim neuen Abenteuer. So Leute, ich habe hier einen 11er Leitwert. Display mit Punkt, drei Balken in Sachen Tiefe. Mal gucken. Na? Muss klein sein. Moskitos sind hier unterwegs. Alter Schwede. Ich werde richtig zerstochen sein. Oh. Ach du meine Güte. Guckt euch das an, ey, wie klein das ist. Uff, da will ich ja Probleme bekommen, wenn der so extrem anschlägt, ey. Okay, gut, weiter geht's. 9. Ich will wissen, was das so ist, wisst ihr? Ich möchte wissen, was mich so bei einem 9er Leitwert erwartet. Die Sache ist ja auch einfach die, man sieht es ja, dass manchmal kleine Objekte. Und ja, da geht es einfach dazu, ne? Einfach alles graben. 2000 Euro Detektor in so einem Gebiet. Hm. Was ich ein bisschen vermisse, da bin ich ehrlich, der Ton vom Pinpoint auf den Kopfhörern.
So, jetzt müssen wir mal hier das Gestrüpp wegmachen. Hier soll es auf jeden Fall sein. Puh, müssen wir mal gucken mit diesen Niedrigleitwerten. Mhm, da ist es. Oh, was? Das scheint ja mir eher wie eine kleine Kugel zu sein. Ich weiß gar nicht. Guck mal, wie klein das ist. Puh, okay. Also, ein niedriger Leitwert. Okay, gut, gut. Weiter. Schauen wir mal, was noch kommt. Bis zum nächsten, Leute. Riesengroßes Gebiet hier. So, nächstes. Interessant, weil er mir auch Eisen anzeigt, aber tief. Auch mit dem Gitter hier ins Rote rein. Ich möchte es wissen. Da soll es sein, an der Seite. Bin gespannt, ne? Was da jetzt so zum Vorschein kommt. Also eigentlich müsste ja irgendwie eine gewisse Art von Eisen dabei sein, glaube ich. Aber das wäre jetzt ein bisschen... Ja, guck mal, ist Eisen. Also hat er alles richtig gemacht? Okay, wissen wir Bescheid. Dann können wir darauf vertrauen. Aber vielleicht muss man halt auch manchmal ein bisschen mehr Eisen graben. Das kenne ich ja selbst. So, nächster. 18, 17, 19. Schön konstant. Mag ich. Bin mal gespannt, was sie so sagt. Aber ihr kennt mich ja. Ich teste, bin ehrlich und versuche immer, hier das Beste rauszuholen. Na, ist das gerade schön, das nächste? Hier ist das. Oh, hier ist irgendwie noch ein anderes Signal. Da irgendwie wieder ein Geschoss. Ein kleines. Okay, gut, weiter. Riesenvorteil ist halt auch einfach, wenn du halt das immer siehst, du machst extrem kleine Löcher, ne? Du kannst kaum dich irgendwie verdetektieren bei so etwas. Im Hintergrund hört man leichte Glocken. Hier in der Nähe soll der alte Pavillon stehen, wo sich damals der König getroffen hat. Und dann, wenn es nämlich geläutet hat, dann wusste er, die Königin kommt zurück. Und ja, er hat da seine Liebeleien getrieben. Und ja, dann halt noch der Schatz von dem Piraten, der hier liegen soll. Sehr, sehr spannend. Wir gucken, was noch kommt mit dem Manticore. Bringt sehr viel Spaß auf jeden Fall. Töne komme ich auch klar. Ist cool. So, wir gehen höher in den Leitwerten. 27, 30 sogar. Habe ich es in der Hand, oder? Ach du meine Güte, ein Zündhütchen. Ganz klein. Also das ist schon wirklich sehr aggressives Verhalten hier vom Manticore. Ja, cool. Super, weiter. So, es geht weiter. Jetzt muss ich einmal über so ein Bächlein rüber. Jetzt alles nix. Uah! Nächster Abschnitt. Gewässerchen, Bächlein. Gucken wir mal. Da hinten soll irgendwo dieser Pavillon sein. So, nächste. Wieder um die 10. Tja, wir müssen ja schauen, ne? Das nützt ja alles nichts. Was bedeutet hier 10, ne? Wir werden es gemeinsam sehen. 2D-Erkennung gefällt mir sehr gut. Nicht ganz rund, im wahrsten Sinne des Wortes, vom Visuellen her. Scheint wieder mega klein zu sein, die Geschichte. Boah, was habe ich denn hier? Sieht aus wie so ein kleines Bleiteil irgendwie. Boah, schwer zu sagen. Kann ich noch gar nicht sagen. Kommt ins Coinpad, wird Blei sein. Ja, neue Coinpads am Start mit Skalierung. So macht das Freude. Okay, weiter. So, anders vom Ton. Ah, 50, schön Kreis. Ich habe schon ausgegraben für euch. Musketenkugel. Wunderbar. So läuft das. Sehr laut, eindeutig, schön klar. 28. Lass mal schauen. Kompletter Kreis wird angezeigt. Jetzt zeigt er mir das ein bisschen länglich an. Ich bin gespannt, was daraus kommt. Da. Oh, Leute. Da. Ne. Münze. Münze. Saugeil. Was für eine. Ja. Yeah. Jetzt schauen wir mal. Puh. Ist warm, Leute. Es ist warm. Okay. Hat er gemacht hier. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass die alt ist. Die ist mir vom Aufbau her zu. Kann ich gerade schwer sagen. Ich würde ganz stark behaupten, das ist neuzeitlich auf jeden Fall. Weil ich hier an der Seite der Münze eine Riffelung erkennen kann. Gut, gut. Münze ist Münze. Mhm. Interessant. Vielleicht, weil sie ja auch hochkant lag. Wir werden es vermutlich
zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Wir sehen uns beim nächsten. Da. Irgendwie eine Klammer. Ja, ein Vogel. Vogelring. Okay. Wunderbar, weiter. Ja, natürlich auch ein Gebiet, was andere ja auch interessant finden. Und dann einfach ihre Sachen auch hier lassen. Eine alte Schaufel. Wurde hier ausgegraben. Ja, natürlich nicht so cool, ne? Aber so ist das halt eben. Man ist nicht der Einzige. Ah, das sind natürlich solche Hotspots. Da passiert natürlich eine Menge, ne? Ich werde gleich auf die M15-Spule umschwenken. Bisher sehr, sehr zufrieden mit dem Manticore. So, Leute, nächste. 24. Ne? Ist wohl draußen. Ja. Auch hier haben wir das gute Pull-Tab. Na, wunderbar. Weiter. Nächstes Signal und nächster Moskito. 35, 37. Okay. Ne? Musketenkugel. Sieh an. Wunderbar. Zweite. Sehr schön. Weiter geht's. Ich bin hier richtig tief drin wieder. Wahnsinn. Ja, ihr könnt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben. Möchtet ihr mehr vom Manticore sehen und auch von den verschiedenen Spulen? Lasst es mich wissen. Das ist immer ziemlich viel Aufwand und Anstrengungen, tatsächlich hier irgendwo im Nirgendwo im tiefsten drin zu sein, zu suchen. Puh, aber es bringt Spaß. Weiterhin. Und das ist das Schöne an dem Hobby. Bis zum nächsten, Leute. So, nächster. Wieder ein Zündhütchen, also aus der Zeit. So, deutsch-dänischer Krieg, 18. Jahrhundert. Sehr, sehr klein, kommen super rein, gut detektiert. Jo, aber muss man halt graben, ne? Das sind gute Signale. Weiter, Freunde. Oh, wieder ein Zündhütchen. Meine Güte, ey, sind die klein und kommen die gut rein, ey. So, weiter geht's. Ja, Blei. Könnte ein Projektil sein, was aufgeschlagen ist, komplett deformiert. Möglich wär's. Weiter. So, das nächste Signal. Richtig schön. Vom Ton kommt aber auch Eisen mit. Da, ein Eisenteil. Boah, was ist da denn hier? Das finde ich jetzt mal wieder interessant zu wissen. Ah. Eisen, groß, Eisen, dick, fett. Kette, irgendwas. Okay, weiter. So, und weil das Hobby ja so schön ist, habe ich jetzt von der kleinen M9-Spule jetzt auf die große M15 umgeswitcht. Für die Leute ja immer fleißig zu gucken beim Detektoren-Shop YouTube-Kanal. Da gab es ja den Manticore jetzt im Sparangebot mit Gratis-Spule oder Pinpointer. Dann schreibt mir gerne per WhatsApp über den Shop. Ja, das suchen wir mit der Tiefensuchspule, weil man hier gut schwenken kann. Und habe alle Einstellungen so vorgenommen wie vorhin. Habe nun schnell einen neuen Bodenabgleich gemacht und die Störunterdrückung. Und jetzt laufen wir. Super. Ich freue mich. Ja, ich kenne ja auch die Tiefensuchspule vom Deus 2. Die ist ja nochmal ein Ticken länger. Alter Schwede. Vom Gewicht her, ja, merkt man. Na, erste, ne? 12, also eigentlich ist was Kleines, ne? Aber ich will mal gucken, wie tief das jetzt so geht und wie die Kleinteilempfindlichkeit halt auch noch ist, ne? Bin gespannt, was ihr zum ersten Manticore-Video sagt. Das ist mir immer wichtig, so euer Feedback. Boah. Mega tief. Oh. So ein Ring. Vogelring. Okay. Boah, ich bin schon richtig durch. Okay, weiter. So, wieder ein Signal, wo die 2D-Erkennung ganz komisch ist. Nächster, Leute. Ah, Grabungsmesser her. Wunderbar. Daher das Signal, wie es ist. Eisensignal. Grabungsmesser ist immer gut. Mittlerweile würde ich eher euch das Nocta-Grabungsmesser empfehlen, weil es günstiger ist. Das hier ist teurer geworden. Aber macht auch seine Arbeit, ist immer nützlich. Weiter. So, weiter. Man merkt natürlich, dass man sich mehr verhakt mit der großen. Aber es ist ja auf der Fläche gerade noch okay. Die Kombi ist natürlich super mit der M9. Bringt echt Spaß. Und die 56, er zeigt mir auch das teilweise mit Rot an. Damals. Großer Eisenscheiß. Okay, weiter.
So Leute, die nächsten zwei Funde. MEM, keine Ahnung. Und einmal eine Schraube. Naja, weiter geht's. So Freunde, jetzt habt ihr hier den Manticore wieder mit der 22er Spule. Weil hier einfach das Geäst so doll ist, ist das hier einfach für einen Wald perfekt. Also für die Leute, die sich dafür interessieren, die M9-Spule ist für Wald, für vermüllte Flächen, für Unterwasser, für das leichteste Gewicht für den Manticore. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt und Vorteil dieser Spule. Sie ist von der Tiefenleistung fast identisch mit der Standardspule und die bietet zum Vorteil zu der M8 einfach halt mehr Tiefe. Ja? So, hier ein paar Daumen nach oben und sagt mir, was ihr von dem Manticore haltet. Dankeschön fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo da und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.